Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Krapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Diesmal geht es ums Libra White Paper 2.0. Das ist letzte Woche rausgekommen und gleichzeitig hat die Libra Association einen Erlaubnisantrag in der Schweiz gestellt bei der dortigen Finanzaufsichtsbehörde FINMA am 16. April 2020. Damit wurde ein Erlaubnisverfahren in Gang gesetzt, das einige Zeit dauern kann. Hier geht es darum, im Dialog mit den Behörden eine Lösung zu finden, die zur Genehmigungsfähigkeit führt. Primär wird geredet mit der Schweizer Finanzaufsicht und der Zentralbank, aber die Diskussionen beschränken sich nicht auf diese rein technische Ebene. Dafür ist die Nummer eine Nummer zu groß. Über die FINMA, die ja in die G20 eingebunden ist und damit sowohl am Financial Stability Board als auch bei der IOSCO Mitglied ist, werden andere Bankaufsichtsbehörden eingebunden. Außerdem, wegen der hohen Geldwäscherelevanz, gehe ich davon aus, dass man auch mit der Strafverfolgung und den Finanzermittlungsstellen in der Schweiz sprechen wird. Libra 2.0, das bedeutet, es gab Libra 1.0. Stimmt, der Staatsschutz war das White Paper aus dem Juni 2019. Und das hat sofort heftige Reaktionen ausgelöst. Auf dem Gipfel der G20, der Staats- und Regierungschef der 20 größten Industrienationen auf Osaka, hat man das Thema zur Kenntnis genommen und man hat das Financial Stability Board und die FATF, also der internationale Zusammenschluss der Aufsicht über Geldwäsche, gebeten, die Risiken eines globalen Stablecoin-Arrangements zu beleuchten. Zusätzlich wurde auf Ebene der G7, also der größten 7 Industrienationen, eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich ebenfalls mit den Risiken von globalen Stablecoins wie der Libra befasst hat. Bei der Weltbanktagung im Oktober 2019 lagen dann die ersten Berichte vor. Und diese Berichte zeigten erhebliche Risiken auf den Gebieten Geldwäsche, auf den Gebieten Finanzstabilität, aber auch Anlegerschutz und Verbraucherschutz auf. Der Knackpunkt war, man hat nicht gesagt, wir haben zu wenig Aufsichtsrecht, aber es muss bei diesem globalen Phänomen eine Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden geben. Man muss sich abstimmen. So, das heißt, das wesentliche Risiko wurde darin gesehen, dass in einzelnen Ländern unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden und es dann zu Problemen kommt. Der gemeinsame Tenor in der Öffentlichkeit war allerdings ein anderer. Da hat man sich gesagt, das ist ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ja, Facebook setzt etwas auf, um den armen Menschen in Afrika etwas zu tun. Banking the unbanked. Und alle sagten sich da, ja gut, aber wir kennen doch Facebook, da steckt doch was dahinter. Und so war auch das Meinungsspektrum, oder so ist es aber auch im Grunde heute noch. Wenn es von Facebook kommt, dann will man es nicht. Andere haben das schon differenzierter betrachtet. Die haben dann die Risiken für Anlegerschutz im Datenschutz oder auch das Risiko, durch künstliche Intelligenz diskriminiert zu werden, in den Vordergrund gestellt. Ein anderer Aspekt in der öffentlichen Meinung hat die Marktmacht von Facebook betont und die Frage gestellt, ob das jetzt praktisch der nächste Schritt wäre für eine globale Dominanz durch GAFA. Also ob man neben Facebook als Social Media Plattform auch noch Libra als Zahlungssystem in den Händen von Mark Zuckerberg sehen möchte. Wieder andere haben den Fokus auf das enorme Geldwäscherisiko gelegt und waren da in guter Gesellschaft, denn die FATF hat das bezüglich digitaler Währungen, digitaler Vermögensgegenstände im Sommer nochmal deutlich unterstrichen. Und hinzu kommt die Bedrohung für das globale Finanzsystem. Die ersten Reaktionen war dann auch, also jedenfalls seitens des Staats- und Regierungschefs, das findet erstmal nicht statt. Das wird jetzt erstmal geklärt, wo die Risiken liegen und wie man damit umgehen kann. Die meisten regulierten Partner, ich rede jetzt von Kreditkartenfirmen und Zahlungsdienstleistern, sind dann auf dem Thema abgesprungen,
Die haben sich angeschaut, was kommen da für Geldwäschepflichten auf mich zu aus Seite FATF. Wenn man die Stellungnahme der FATF, der zentralen internationalen Organisation, die sich mit Geldwäschebekämpfung auseinandersetzt, wenn man das Thema zu Virtual Currencies, also virtuellen Währungen, liest, dann sieht man, dass das Thema ein Problem ist für jeden, der damit in Berührung kommt. Und dann ist es auch erstmal egal, ob Libra als solche vielleicht gar nicht reguliert wäre, so wie der Bitcoin. Aber die Finanzdienstleister und Zahlungsdienstleister oder Banken, die mit der Umtausch und mit den Zahlungsströmen in Berührung kommen, die haben ein Problem. Und trotzdem geht es weiter. Das White Paper 2.0 greift die Kritik auf. Zunächst mal gibt es keinen Währungskorb mehr, sondern es gibt einzelne Stablecoins für die relevanten Währungen. Es wird einen US-Dollar-Libra geben, es wird einen Euro-Libra geben. Das Thema globale Währungssouveränität hatte ja Zuckerberg schon in der Kongressanhörung entschärft. Er hatte schon im Vorfeld signalisiert und das dann auch noch im Kongress auf Nachfrage mehrfach bestätigt. Er hat nicht die Absicht, die Währungssouveränität zu beeinträchtigen, indem er eine Parallelwährung aufsetzt. Ja, es gibt auch noch den globalen Libra, der wird aber als Smart Contract unter Bezugnahme auf die jeweiligen Einzelwährungen realisiert. Ein spannender Punkt ist das starke Compliance-Rahmenkonzept, das den Fokus auf die Prävention der Geldwäsche legt. So soll es zum Beispiel eine interne Einheit für Finanzermittlungen geben, die Geldwäscheverdachtsfällen nachgeht. Aber die befasst sich auch mit der Zulassung zum Zahlungssystem, also wer darf da mitmachen, wer kann Stablecoins kaufen, wer kann sie verkaufen. Hier wird man ein Verfahren aufstellen, das mit dem aktuellen Positionspapier der FATF aus dem Sommer 2019 in Einklang steht. Und damit würde, wenn das realisiert wird, der Schutz, der Geldwäscheschutz, höher sein als der in den normalen Finanzinstituten in der Europäischen Union, denn dort ist das FATF-Papier noch nicht umgesetzt. Dritter Punkt, der steht aber für mich im Zusammenhang auch mit dem Compliance-Rahmenkonzept. Man hat die Vision der Non-Permission-Blockchain aufgegeben. Ursprünglich hat man gesagt, wir starten erstmal mit einer Permission-Blockchain, also einer, zu der nicht jeder Zugang hat. Aber wir weiten das dann sukzessive aus, wenn wir sehen, dass es funktioniert. Und dann lassen wir andere zu. Es wird eine offene Blockchain. Von dieser Idee hat man sich verabschiedet. Ich glaube, das ist eine Kröte, die musste man schlucken. Denn wenn man starke Compliance sicherstellen will, muss man auf verlässliche Partner setzen. Und im internationalen Kontext gelingt das, glaube ich, nur, wenn man in der Lage ist, den Zugang zum System zur Not zu sperren. Deswegen ist es gewissermaßen zwingend, eine Permission-Blockchain einzusetzen. Oder andersrum, ich kann mir kein starkes Compliance-Rahmenkonzept vorstellen, ohne die Möglichkeit, bei schwerwiegenden Verstößen Leute vom System auszuschließen. Die vierte Änderung betrifft die Reserve. Dieser Währungskorb oder diese Reserve-Assets, die sollen eine starke Sicherheit bieten. Hiermit werden die Bedenken hinsichtlich Anlegerschutz aufgegriffen und Stabilität des Stablecoins. Wird das gelingen? Ja, mal sehen. Also dafür sprechen die Stärken, dafür spricht die Finanzkraft von Facebook, dafür spricht die Kundenbasis von Facebook, die einen Netzwerkeffekt generiert. Die haben eben die Nutzer für die Benutzung ihres Bezahlsystems. Dafür spricht aber noch mehr auch die Philosophie des Projekts. Benutzerzentriert, einfach, sicher und praktisch. Ja, wer will das nicht? Und ein gutes Argument oder ein starkes Argument ist auch, dass es einen breiten gesellschaftlichen Nutzen bringt. Ich rede hier von der finanziellen Inklusion, Banking the Unbanked. Als Schwäche sehe ich die negative Reputation von Facebook. In Amerika wurde Zuckerberg vor dem Kongress von den Demokraten gegrillt, aber auch von den Republikanern. Die Demokraten haben den Aspekt Diskriminierung von Minderheiten durch Facebook-Algorithmen aufgebracht oder auch die Beeinflussung der Politik durch Facebook. Also eigentlich Themen, die mit dem Bezahlsystem weniger zu tun haben. Und hier sieht man auch, dass es einen negativen Image-Transfer von Facebook zu dem Bezahlsystem gibt. Gut, in Europa
sieht man das Thema Datenschutz als eine der größten Probleme an. Das ist auch unbestreitbar so. Also Facebook und Datenschutz, das beißt sich. Muss man mal Max Schrems fragen. Und natürlich, alle sehen das Thema Marktmacht von Facebook, Konzentration. In Amerika ist die Diskussion da schon sehr weit, dass man sagt, wenn das zu groß wird, muss man es zerschlagen. Dagegen spricht natürlich, dass man jetzt noch ein weiteres Geschäftsfeld aufbaut, in dem ein Monopol entstehen könnte. Eine weitere Schwäche sind die angesprochenen Gefahren, die in den Berichten der G7, der FATF, der FSB, der IOSCO zum Vorschein kommen. Es gibt eben Risiken für die globale Finanzstabilität, es gibt Gefahren für den Anlegerschutz und das Geldwäscherisiko ist nicht zu überschätzen. Aber der Bedarf ist halt da. Und da ist auch die Chance. Diese dichte Regulatorik, die führt ja auch in einem freiheitlichen Wirtschaftssystem und in einem Rechtsstaat dazu, dass Facebook einen Anspruch darauf hat, dass die Genehmigung erteilt wird, wenn die Gesetze erfüllt werden. Und genau daran arbeitet man. Und dann wird diese Regulatorik auch zu einer Markteintrittsbarriere für Konkurrenten. Wenn Facebook gelingt, was sie vorhaben, wenn das Libra-Projekt fliegt, wird es konkurrenzlos sein. So, und eine weitere Chance sehe ich in dem kooperativen Antritt der Aufsicht. FSB, IOSCO, G7 sind auf Facebook zugegangen, haben ihre Bedenken adressiert und Facebook reagiert, will das umsetzen. Es ist also keine Bastermentalität, sondern sie reden damit und man redet darüber, wie dieses Projekt im geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmen bewältigt werden kann. Das ist ein Asset. Auch eine Stärke sehe ich da drin, dass das Thema oder dass das Projekt in der Schweiz einen zentralen Sitz hat. Und damit profitiert Facebook vom europäischen Datenschutz. Allerdings Swiss Branding, also kein unmittelbarer Datenschutz, so wie es zum Beispiel in Deutschland laufen würde, sondern nur ein dem europäischen Recht gleichwertiger Datenschutz. Das scheint mir eine ziemlich schlaue Wahl zu sein und eine gute strategische Entscheidung, denn das System in Amerika aufzubauen, wissend, dass europäischer Datenschutz definitiv amerikanischen Datenschutz nicht als gleichwertig betrachtet, ist einfach riskant. Eine weitere Chance besteht halt auch darin, dass der IWF und die Weltbank der Sache positiv gegenübersteht. Der Erfolg hat natürlich auch Es gibt natürlich auch Bedrohungen für den Erfolg. Und eine, und das ist für mich die stärkste Bedrohung, ist, dass die Libra Association, sie ist ja ein Partnernetzwerk, aber sie ist auch auf die Kooperation von diesen Partnern angewiesen. Facebook kann das nicht allein. Sie brauchen die Banken, sie brauchen die Zahlungsdienste, sie brauchen die Telekommunikationsfirmen. Und da sieht es momentan schwach aus. Und wenn die Banken und die Telekoms nicht mitmachen, wenn es dabei bleibt, dass die ausgestiegen sind, dann wird die Sache nicht fliegen. Ein weiterer Punkt kommt von den Regierungen. Die Regierungen haben letztes Jahr im Sommer gesagt, sie wollen das nicht, es ist zu riskant. Und die Berichte seitens der internationalen Organisationen bestätigen ja, es ist riskant. Selbst wenn also Facebook jetzt einen Anspruch darauf hätte, dass die Sache genehmigt wird, die Regierung kann jederzeit neue Regeln einführen, die dann das Recht ändern und damit auch die Aufsichtsbehörden umprogrammieren. So, und selbst wenn das jetzt nicht passiert, dann ist es noch so, dass natürlich die Auslegung der geltenden Regelungen in den jeweiligen Zielländern unterschiedlich restriktiv sein kann. Das bedeutet zum Beispiel konkret in Deutschland, wir haben einen starken Datenschutz, wir haben in Deutschland eine starke Finanzaufsicht und die legen auch die Regeln streng aus und nehmen auch ihre Kompetenzen wahr. Das bedeutet, die Nationalstaaten können immer noch verhindern, dass das Produkt in ihrer Rechtsordnung breite Anwendung findet, jedenfalls keine legale. Wie das also jetzt alles ausgeht, schwer zu sagen. Also der enorme Nutzen spricht dafür, dass das Thema ein Erfolg wird. Es gibt zwei Megatrends, Digitalisierung und Globalisierung. Das Produkt oder dieses Projekt vereint beides.
Und dass die etablierte Finanzindustrie dagegen ist, ist aber dann eher ein Problem, weil ohne die geht es nicht. Und die haben eigene Projekte um Zahlungsverkehrssysteme. Bei den Regulatoren ist es eben so, die vollziehen die Gesetze. Und die Gesetze verbieten Libra zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Starke Compliance und die Bereitschaft, die Regulatorik wirklich umzusetzen, und hier geht es dann erkennbar ja nicht nur darum, den Buchstaben des Gesetzes umzusetzen, sondern auch den Spirit, gerade bei Geldwäsche, das ist positiv. Andererseits, die Regulatoren gehören zur Exekutive und letztlich machen die das, was die politische Spitze vorgibt. Die Politik ist skeptisch. Die öffentliche Meinung ist hier wichtig. Und der schlechte Ruf von Facebook färbt da ab auf das Projekt. Und es kann gut sein, dass die Politik aus diesem Grund und weil sich die Finanzmarktrisiken letztlich nur reduzieren, aber nicht vollständig beseitigen lassen, die Sache nicht will. Okay, also wie ist das zu bewerten? Es ist schwer vorherzusehen, wie es ausgeht. Enormen Nutzen spricht dafür. Libra wäre etwas, was die Welt gut gebrauchen könnte. Wir brauchen ein einfaches und sicheres Micropayment. Und Facebook hat gezeigt, dass es Produkte entwickeln kann, die Leute auch benutzen. Denken wir mal an Facebook selber oder WhatsApp oder Instagram. Der Finanzsektor hat dagegen schon seit über 20 Jahren mit Cybercash und Cybercoins gezeigt, dass sie zwar die Technik beherrschen, aber keine Nutzer finden. Jetzt ist man natürlich mit den jetzigen Initiativen mit Instant Payment und Mobile Payment schon ziemlich weit. Und es funktioniert ja auch recht gut. Hier geht es dann um die Nutzerakzeptanz. Also mal sehen, wo das hinführt. Auf der anderen Seite denke ich mir, geben wir Facebook und geben wir der Libra doch einfach die Chance. Sollen sie doch zeigen, dass sie es hinkriegen.